Guten Tag. Lavalier-Mikrofon. Ja, es heißt eigentlich Lavalier-Mikrofon, ich weiß. Aber es ist ja zum Labern da, also es ist ein Lavalier-Mikrofon. Ich muss hier gerade noch mal eben was checken und dann geht's gleich los, denn wir haben hier eine ganz eine tolle Location. Ich weiß gar nicht, die Location an sich, Stativ, die Location an sich so mega toll ist vom Erhaltungszustand, das weiß ich nicht, aber ich glaube, wir können anhand dessen, was wir hier gleich sehen werden, so das ein oder andere erklären. Ja, wir gehen jetzt. So, also mit dem Mikrofon sollte jetzt der Ton gleichbleibend gut sein, egal wie rum ich die Kamera drehe. Das sind so hier die ersten kleinen Eindrücke, die ich euch mal präsentieren kann. So, darum geht es aber gar nicht. Wir gucken uns hier eine Nike-Stellung an und alles weitere zu der Nike-Stellung. Dann gleich, wenn wir auf dem Gelände sind, und dann werde ich mich auch noch einmal umkleiden, um mir auch ein adäquates Bild abgeben zu können. Man darf gespannt sein, was uns dort erwartet. Und bis gleich. Damit heiße ich euch herzlich willkommen bei der Nike-Stellung Hohensein. Oh, erstmal kotzen. Meine Herren, das waren jetzt aber auch Special Effects. Ne? Da kann sich Hollywood noch eine Scheibe von abschneiden. So, bevor wir uns jetzt gleich diese Objekte der Begierde anschauen, bewegen wir uns zunächst einmal in den hier vor uns liegenden Bereich. Hier ist der ehemalige Abschussbereich. Gucken wir mal, was da noch alles so steht. Ah, da hinten sehe ich noch auf jeden Fall noch eine Baracke. Da sehe ich noch Blast Wall. Und ja, hier hinten muss eigentlich auch irgendwo mal die Hauptzufahrt gewesen sein, weil von da hinten ist natürlich Quatsch. Das war da hinten dann der Notausgang, denke ich. Also irgendwo muss das hier mal gewesen sein. Ja. Wie das immer so ist, man bereitet sich auf was vor, macht sich Notizen, da liegt man schon im Bett und denkt, oh, du darfst den Zettel nicht vergessen, der da auf deinem Schreibtisch liegt. Und morgens in der Küche hast du den Geistesblitz, oh, der Zettel, ja, nimmst den Zettel gleich mit, perfekt, schön, dass du daran gedacht hast. Und ja, dann stehst du hier und hast natürlich keinen Zettel mitgenommen. Ne? Von daher, die technischen Daten, wer hier stationiert war, von wann bis wann, das habe ich euch hier unten jetzt gerade eingeblendet mit der üblichen gelben Schrift. Nur das vorab. Ich nehme mal lieber, ich habe gerade erst gedacht, ich lasse meine Kamera hier stehen, aber der Bereich da unten ist gleich so weitläufig. Das heißt, das Ding nehme ich dann doch eben mit, damit das nicht hier irgendwelche Beine bekommt. Weil ich weiß jetzt auch nicht, ob hier eventuell doch mal irgendjemand über das Gelände geht oder nicht. So, kommst du mit? Komm mal her. So denn, da ist er. Gut. Ja, also alles ein bisschen rumpelig und humpelig. Also wir verlagern jetzt erstmal in den Abschlussbereich und schauen uns da unten mal um. Und danach gehen wir hier nach oben. Im Vorfeld darf ich mich ganz herzlich bedanken bei einem meiner Zuschauer, dem lieben Frank, mit dem ich seit ein paar Wochen auch im regen Austausch stehe. Der kennt sich nämlich hier in der Gegend super aus. Der ist ein großer Fan auch von der Geschichte des Kalten Krieges. Und der hat hier eigentlich schon alles besucht und abgegrast, was es hier gibt. Und der ist halt auf mich zugekommen. Der hat mich per Instagram angeschrieben und hat mir dann
mal das eine oder andere genannt, was hier so in der Nähe ist. Und ohne ihn wäre ich jetzt wahrscheinlich zu dieser Stellung gar nicht gekommen oder keine Ahnung. Ja, vielleicht wäre ich da in 2 Jahren dann mal drüber gestolpert, weil man hat ja auch so viel Zeugs immer. Das kann sein, dass das Ganze hier noch abgerissen wird. Das ist wohl als Gewerbefläche ausgeschrieben und deswegen weiß man auch nicht, wie lange steht das hier überhaupt noch so, wie es hier steht. Von daher ist das perfekt. Also vielen Dank nochmal, lieber Frank, für den Tipp hier. Dann und der ist auch vor 5 Wochen, weil er sich selber gar nicht sicher war, ob das hier noch steht, er war auch vor längerer Zeit hier, ist er hier sogar nochmal hingefahren und hat extra geguckt und noch eine kleine Vorabbegehung gemacht, mir ein paar Fotos geschickt und auf den Fotos war auch etwas zu sehen, worauf wir gleich nochmal eingehen werden. Da konnten wir nichts mit anfangen und hier jetzt auch schon mal im Voraus, bevor wir uns das Objekt gleich anschauen, vielen Dank an den Andreas von der Reservistenkameradschaft Finntrop. Der hat nämlich wiederum einen Kontakt zu einem ehemaligen Hauptmann vermittelt, der in so einer Feuerstellung Dienst getan hat. Und der Mann konnte dann auch erklären, um was es sich da handelt. Also richtig toll, tolle Zusammenarbeit, so von der, ich sag jetzt mal, Community. Ne, das ist also wirklich schön, was man da mittlerweile für Kontakte bekommen hat und was daraus dann auch für Möglichkeiten und auch Informationen resultieren. So, jetzt passt auf. Jetzt beginnen wir auch wirklich mit dem Video. Hier stelle ich mal die Kamera hin. Ich habe hier übrigens den ehemaligen wahrscheinlich österreichischen, nicht wahrscheinlich, der ist irgendwo aus den 80ern, österreichischen Armee-Rucksack. Kann ich nochmal näher drauf eingehen. Hat jetzt, ich glaube, 18 Euro oder so gekostet. Für 18 Euro machst du da nichts mehr verkehrt. Ne? Das ist natürlich jetzt kein Trekking-Rucksack für die Alpenüberquerung oder so, aber für den Hausgebrauch richtig coole Geschichte. Ja, kurzer Überblick. Von da oben kommen wir, da hinten seht ihr auch den Wachturm. Hier geht es dann runter in den Feuerstellungsbereich. Da vorne geradeaus circa 100, da ist noch so eine Blastwall, aber sonst sieht man da nichts mehr. Und dann verläuft sich das hier so, da hinten diese Richtung ebenfalls Blastwall. Und hier vorne haben wir auf jeden Fall noch wahrscheinlich die einzig erhaltene Feuerstellung. Und genau das gucken wir uns jetzt an. Und wenn ich da bin, schalte ich euch wieder zu. Bis gleich. Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Die Vorstellung hatte ich nämlich heute noch gar nicht gemacht. Wir befinden uns jetzt hier, wie ihr schon an den Aufnahmen gerade erkannt habt, in dem ehemaligen Feuerstellungsbereich bzw. einer der ursprünglich auch mal 3 dagewesenen Feuerstellungen. Ja, was haben wir hier noch? Die Halle. Immerhin sind hier noch Tore drin. Da gehen wir jetzt nicht rein, da steht noch so ein bisschen was vom, landwirtschaftliches Gerät. Aber ich glaube, das ist alles hier, das ist eigentlich eine Brache, das wird nicht mehr genutzt. Vielleicht gehen wir von da, wir gehen da nicht mehr rein. Das ist Quatsch, hier sieht man eh nichts mehr. Der Vorstellungsbereich ist hier auch ziemlich durchwühlt, hier liegt eine jede Menge Schutt. Hier liegt auch Schutt, irgendwelche Asphaltreste, wahrscheinlich Sachen, die man hier in der Stellung abgetragen hat und hier hingeschmissen hat. Und ich könnte mir vorstellen,
Ja, vielleicht sind das auch Überreste der anderen Hallen, die hier mal standen, dass man das hier aufgetürmt hat. Ja, gut, hier wie in allen Stellungen die typische Schienenbahn, wo man diese Rollenwagen mit den Raketen dann aus der Halle rausfahren konnte, um sie hier in die entsprechenden Abschlusspositionen zu bringen. Derer haben wir drei, das haben wir gerade auch schon gefilmt. Hier vorne noch die dritte. Und dann haben wir ja hier auf dieser Seite noch den Unterstand für die Soldaten, die das hier bedient haben. Der, wie ihr sehen könnt, ist komplett verschüttet hier mit diesen Asphaltresten und Schotterresten. Da kommt man nicht rein. Jetzt gehen wir hier noch einmal um diese Blast Wall herum. Ja, Beton. Verwitterter Beton auch mit grünem Moos und Flechten dran. Das ist immer eine großartige Geschichte. Hier haben wir noch ein kleines technisches Gebäude. Hier müsste eigentlich auch so ein Generatorgebäude drin gewesen sein, so ein Aggregat, damit das hier auch alles mit Strom versorgt werden konnte. Jede einzelne Stellung hatte dann so ein Teil. Ja, alles halt ziemlich baufällig, ist klar, ne? Die Klamotte, ich glaube, aber wir haben es ja gerade gelesen, das wurde hier bis 1987 betrieben. Tja, von 87 bis 2023, das ist eine sehr lange Zeit. Da hinten, ja, man könnte da, ich versuche mal von der Seite noch in den Bereich reinzukommen, in diesen Schutzbereich für die hier Dienst habenden Soldaten. Das kann ich aber nicht einfach so. Ich muss den Hund unter den Arm nehmen. Ich gehe da mal eben hin und dann schalte ich euch wieder dazu. Warum soll ich euch dazu schalten, wenn ihr live dabei sein könnt? Hier ist der rückwärtigere Bereich des Gebäudes. Hier sieht man auch den Auspuff des Aggregats, das da mal drin tätig war. Ja, es ist super hier. Perfekt. Hier kommst du nicht durch. Und dieser kleine Hund kommt hier sowieso nicht durch. Ach, guck mal an. Jetzt öffnet sich das Gelände wieder ein bisschen. Hund kann runter. Dann noch einmal kurz der Schwenk da. Das Generatorengebäude. Was haben wir hier? Hier haben wir... Ja, da haben wir noch was dran stehen, ne? Oh, guck mal hier. Reservisten, keine Ahnung, 2.68 irgendwie. Ich filme euch das einmal ab. Tolles Zeitdokument. Da steht hier was von 2. Crew und LA. Ja, das wird wohl so gewesen sein. Was da unten steht, kann ich leider nicht mehr sehen. Da ist der Putz abgeplatzt. J. Hees, denke ich, soll das heißen. Ja. Das sind genau die Sachen, die ich in solchen Stellungen sehen möchte. Das ist richtig klasse. Hier steht auch noch was. 1.68 steht da wahrscheinlich. Und den Rest auch Reservisten. Ja, dann stand hier auch noch irgendwas. Na, man sieht es, das ist noch da geblieben. Der Rest ist dann verwittert. Schwer zu erkennen. Das untere scheinbar der Name Otto. Ja. Was haben wir hier noch? Hier geht es noch weiter. Entschuldigung, dass das hier alles so ein bisschen wirr ist. Ah, verdammt nochmal, warte mal, das machen wir anders. Wofür haben wir denn hier Kleidung an? Mit der man auch mal ein bisschen improvisieren kann. Also, was es genau heißen soll, kann ich nicht sagen, aber es steht auch in der Mitte was von Reservisten. Oh, hier steht noch mehr. Meine Herren, hier ist ja richtig viel. Wenn man das hier mal ein bisschen aufzerrt. Wir durften gehen und weiß ich nicht. Dann haben wir da das Eiserne Kreuz, denke ich. Auch Reservisten. 1.1.1967. Das ist jetzt wirklich von der Zeit.
Das scheint so zu sein, ne? Das ist ja eine Jahresangabe dahinter, 1967, oder? Gehe ich von aus. Also das ist ja schon mal wieder richtig geil. Richtig geil. Da könnte ich, ja, das eigentlich gehört für mich, das gehört für mich eigentlich auch schon wieder unter Denkmalschutz gestellt, so bekloppt das klingen mag. Ja, hier kann man noch dann rein in den Bereich. Das machen wir aber nicht. Ich habe jetzt keine Lust, mich da reinzuzwängen. Ach ja, es ist immer dasselbe. Nächster, komm mal hier hin. Ja, das ist gut. So, ich leuchte da einmal rein. Das ist hier was für unsere kleinen Höhlenforscher. Die gibt es ja auch. Hm, guck da. Ach, das ist mit irgendwelchen... Ach, das ist original so? Ich dachte, das wäre irgendwie so eine Stütze. Das sieht so... das sieht nicht so alt aus. Das kommt also so eine... Ja, aus dem Baubereich halt. Das ist original so. Das ist ja gar nicht so schlecht erhalten da drin, das Ganze. Ja, meine Leute, meine Freunde. So. 1. Geil. Da gehen wir jetzt erstmal rein. Das habe ich mir anders überlegt. Das muss ich unbedingt gesehen haben. Folge dem Licht. Hier ist noch ein B dran. Ja, aber bevor wir da reingehen, boah, jetzt wird es aber echt wirklich ein bisschen sehr holperig hier. Da haben wir hier noch mehr Klamotten stehen. Reservisten. 69 Baum. Irgendwas mit Außenhofer. Das scheinen auch einfach Namen zu sein. Dann haben wir hier oben noch ein richtig toll aufgemaltes Wappen. Kann man aufgrund dieser Flechte jetzt leider auch nicht mehr erkennen, was da mal drauf stand. Und hier links haben wir auch noch mal was angebracht. Tja, auch wieder irgendwas, nee, weiß ich nicht. Ich dachte, mit Crew lese ich da was, aber das war falsch. Hier ist noch was, was man auch ebenfalls leider nicht mehr entziffern kann. Gottes Willen, richtig viel. Da ist auch noch was aufgebracht und hier links befindet sich auch noch was. Und das ist auch ganz interessant von der Ausgestaltung her, weil hier oben gehen noch so, ja, das ist auch ein Kreuz. Ja, das ist in Blau irgendwie gehalten. Dann steht da noch was, aber ich, tiefer, weiß ich nicht. Also vier Elemente haben wir da, vier so rundliche Elemente. Da links unten dort auch, da steht jeweils ein Wort drin, was ich jetzt nicht lesen kann. Ach, richtig klasse, richtig klasse. 6 Minuten schon wieder. Okay, ich gehe da jetzt einmal in die Bude rein. Dann haben wir hier aber auch wirklich, ich habe gedacht, der Feuerleitbereich, ach Feuerleitbereich, der Feuerstellungsbereich sei recht langweilig. Aber wenn man sich hier mal ein bisschen umguckt, ist das alles andere als langweilig. Also hinein. Ja, das ist hier alles super verkleidet. Hier oben haben wir Lüftungsanlage. Das ist ja, das ist richtig geil. Habe ich so komplett noch nie gesehen. So, und da dachte ich, das hier sei so das Bauholz, ne, hat man da so teilweise kennt. Und hier haben wir noch einen Sicherungskasten. Hier auch die Lüftungsanlage. Ja, dann sah das hier so aus. Hier liegt noch irgendeine Kiste rum. Kann ja, weiß ich nicht. Hier liegen irgendwelche Film. Hier liegen irgendwelche Filme rum. Da ist aber gar kein Bild drauf. Deshalb ist das auch egal, ob da irgendwelche Filme liegen. Da ist ausgebrannt. Okay. Wir gehen einmal rein. Hier hat ein Vogel gebrütet, hat sich natürlich auch entsprechendes Nistmaterial hier schon besorgt aus der ehemaligen Dämmung. Ja, hier sind wieder irgendwelche Kabelschächte. So, das ist so alles bekannt. Allerdings ist hier einfach noch ein bisschen was drin von der ganzen Peripherie. So, steht aber jetzt auch nicht mehr drauf, wofür es war. Da. Ja,
ich kann da nicht viel zu erklären, halt einfach die technische Einrichtung, die man in diesem Unterstand, in diesem Bunker hatte, die befindet sich hier noch. Und da können wir hier noch durchgehen. So, dass die Scheiße hier nicht gleich einbricht. Oh, da ist auch noch richtig hier das Türchen, was von außen verschlossen ist. Türchen mit dem Röntgen. Ah, geil. Gucken wir da nochmal nach. So sieht's aus. Alles voll mit Kondenswasser hier drin. Hier ist es auch alles total verrottet schon. Aber das habe ich nicht gedacht, dass sie das hier so wohnlich von innen ausgekleidet haben. Hier ein bisschen. Nee, ist kein Styropor, das ist Putz. Ich dachte erst, das wäre Styropor da hinter der Wand. Ja, dann hat man einfach hier hat man da die Bretter vorgemacht. Hier ist eine relativ starke Tür. Ja. Cool. Sehr cool. Gut. Ah. Sprayer. Ah, da haben wir noch ein bisschen was. Da könnt ihr lesen, was draufsteht. So. Ja, ansonsten finde ich hier keine weiteren stummen Zeitzeugen, denen man noch irgendwas entnehmen könnte. Nee. Nee, dann gehen wir wieder raus hier aus dem Bunker. So, ein letzter Schwenk. Nochmal über den Zugang, das Gesamtkunstwerk. Und jetzt gehen wir nochmal da hinten hin zu der anderen, zu der anderen Bunkerstirnwand. Vielleicht finden wir da auch noch ein paar Einträge. Also das hat sich jetzt schon in vollem Umfang hier gelohnt hinzugehen, finde ich. Wir kommen, um euch eben eine Übersicht zu verschaffen aus diesem Bereich. Ich denke, da hinten sieht man die Schutthaufen einigermaßen. Und jetzt sind wir hier rübergegangen zu dem anderen Feuerstellungsbereich. Hier ist also nur noch der Kern dieses, ich nenne das jetzt einfach Mannschaftsbunker. Der ist noch da, der Rest ist abgetragen. Also links wie rechts befindet sich nichts mehr. Und auch hier ist alles freie Pläne. Es ist nichts mehr erkennbar, wo hier mal irgendwas gestanden haben soll. Aber in diese Richtung wird das Lagerhaus gestanden haben und entsprechend hier die Abschussbereiche. Da vorne war jetzt nichts zu erkennen an dem Gebäude. Das ist hier Graffiti neuerer Art oder jüngerer Art. Jetzt gehen wir aber einmal noch hier um den Haufen herum, schauen, ob wir da was gucken können. Ach, das ist auch interessant. Hier hat das mal einer aufgegraben. Jetzt sehen wir mal die Struktur dieses kleinen Bunkers. Das ist einfach nur eckig. Warum sollte man das auch rund gestalten? Da hat man hier also das Bunkerdach und das ist dann hier entsprechend von dem ganzen... Ja, ist das ein Vogel, ey. Von dem ganzen Schutt eingedeckt. So, jetzt gehen wir hier nochmal runter. Einmal hier durch das Gestrüpp. Ja, sollte hier mal was dran gestanden haben, so ist es leider nicht mehr erkennbar. Dazu müsste man erst das hier aufgehäufte den Erdabraum, den man wahrscheinlich von links und rechts des Bunkers entnommen hat, den müsste man dafür erst entfernen. Also man könnte hier so kleine archäologische Grabungen auf jeden Fall durchführen. Ich kann mir gut vorstellen, dass da auch was dran stand. Das ist wirklich schade und jammerschade, dass das alles weg ist. So, da oben ist dann die dritte Feuerstellung. Da gehen wir natürlich jetzt auch noch hin. Da schalte ich euch gleich wieder zu. Damit herzlich willkommen an Bunker Nummer 3. Mal schauen, was es hier noch gibt. Aber ich gehe davon aus, dass sie den von hinten ebenfalls verfüllt haben, sodass man hier nichts mehr erkennen kann. Ja, das ist auch der Fall. Allerdings gehe ich jetzt trotzdem noch einmal rum.
oben sieht man noch den Betonsturzgiebel. Und dann drehen wir uns jetzt noch einmal hier, weil hier auch noch irgendwas abgetragen wurde. Vielleicht sieht man da noch was von der Struktur. Ja, haben wir so auch noch nicht gehabt. Filme ich euch noch mal eben mit. Das Ganze. Oh ja, da ist die gesamte, der gesamte seitliche Splitterschutz ist hier entfernt worden. Ja. Trotzdem tolle Eindrücke. Habe ich so auch noch nicht gesehen, wie es dann ursprünglich aussah, bevor es versplitterschutzt wurde. Ja, dann noch ein Tipp an alle, die irgendwie so umweltmäßig unterwegs sind. Was ich hier gerade an Vogelgetier schon gesehen habe, was hier abgeht auf dieser Brachfläche, das ist schon immens. Vielleicht sollte der ein oder andere Naturschützer doch mal hier hinkommen und schauen, ob es hier nicht vielleicht auch den Feldhamster oder irgendwas gibt. Also ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Von meiner Seite aus gibt es da eine ganz klare Empfehlung, sich hier mal umzuschauen. Ein Schelm, der Böses dabei denkt. So, der Feuerstellungsbereich ist abgehakt. Jetzt gehen wir nach oben. Und zwar gehen wir jetzt auch direkt zur Wache. Jetzt wird's spannend. Ach, ganz kurzer Zwischenstopp noch eben, weil es wirklich direkt auf dem Weg liegt. Da muss ich gleich noch mal hier hinrennen. Dieses Gebäude hier, das wurde mir auch in einem der Kommentare zu der Nike-Raketenstellung in Euskirchen genauer beschrieben. Und zwar handelt es sich hierbei, und jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, aber in diesem Gebäude wurde mittels dieser Hebetechnik, die man hier an der Decke sieht, die Sprengköpfe der Raketen montiert und auch demontiert. Dafür war das da. So eine Rakete und ein Sprengkopf, wie schwer das alles war, das kann ich gar nicht sagen. Da fehlt mir einfach das technische Wissen. Es war auf jeden Fall so schwer, dass man dafür diesen entsprechenden Kran benötigte. Und das fand in diesem Gebäude hier statt. Ja, sonst der Zustand des Gebäudes ist natürlich nicht schön mehr, ist klar. Oh, hier liegt noch ordentlich NATO-Draht rum. Und dann haben wir hier noch eine ganz interessante Konstruktion. Was auch immer sie darstellen sollte, es ist also auf jeden Fall beweglich und vielleicht dient es einfach nur als Gewicht, vielleicht dient es auch einfach dazu, dass man es irgendwo vorstellt, um etwas zu verschließen. Also ob das jetzt noch aus der Zeit ist oder ob das einfach später, der spätere Nutzer hier mal angefertigt hat, um das irgendwas zuzumachen. Ich kann es nicht sagen. Auf jeden Fall ein kurzes Abfilmen ist es wert. So, und jetzt gehen wir weiter zum Wachlokal. Ehemaligen Wachlokal und auch am ehemaligen Wachturm. Wir schauen uns jetzt hier in dieser leider auch totalen Brache einmal um. Und dazu, hier war auf jeden Fall mal ein Tor drin. Hier wird aller Wahrscheinlichkeit nach auch mal eine Vereinzelungsanlage gewesen sein. Da noch ein Licht. Hier ist der typische, hier sind die typischen Drehteller für die Ausweisdokumente. Ah ja, hier von innen. Das könnte allerdings hier auch alles, ja, in irgendeiner Stellung war es Asbest belastet. Ob das jetzt hier, inwiefern das hier Asbest ist oder nicht, vermag ich jetzt auch nicht zu sagen. Ich bin mir aber relativ sicher, dass ich hier jetzt nicht gleich sterbe, wenn ich hier reingehe. So, hier die typischen Fenster. Hier unten die Bereiche, aus denen dann mit dem Sturmgewehr hätte gewirkt werden können, sofern man denn hier einen Angriff auf das Gelände gehabt hätte. Hier eine Tür mit dem großen Hebel, die, wenn man den reindrückt, dann geht die Tür halt entsprechend auf. Da muss man also nicht filigran sein, es reicht also das Körpergewicht, wenn man das dagegen lehnt. Das ist eine Notausgangstür bzw. eine Tür, damit man hier schnell rauskommt, um in die entsprechenden Stellungen zu kommen.
So, da haben wir einen Zeitzeugen. Sehr schön. Viertes Flugabwehr-Raketenbataillon 23. Sicherung. Steht da nur Sicherung? Ich glaube, da steht nur Sicherung. Ja, hätte auch Sicherungszug heißen können, wie auch immer. Es steht Sicherung. Das ist total geil, dass wir das hier auch noch sehen können. Hier ist ebenfalls so eine Tür mit so einer Öffnungsvorrichtung. Hier war dann der Küchen- oder Speisebereich, gehe ich stark von aus, aufgrund des Fliesenspiegels da vorne. Gehen wir hier noch einmal nach rechts runter. Ja, hier ist ein Sanitärbereich. Das nehmen wir jetzt, machen wir jetzt nicht so mega genau hier. Nummer 11. Hier ist noch eine Gardine davor, richtig klasse. Also hier hat auf jeden Fall auch einer wahrscheinlich drin gepennt. Mit einem Fenster auch noch außen dran. Das ist ja schon interessant. Ich nehme an, der Offizier hier, der hatte da wahrscheinlich sein Unterkunftsgebäude. Ja, weiß ich aber auch nicht. So, komm hier. Gehen wir nochmal durch. Ja. Das ist halt alles Bruch, ne? Die Struktur ist überall dieselbe. Dann haben wir hier ein paar Lämpchen drin und so weiter. Dexter, hier bleiben. Ah, das ist wirklich, ey. Der nimmt immer alles vorweg, ne? Da geht's nämlich zum Turm hoch. Da gehen wir jetzt auch auf jeden Fall mal gucken. Ja, gut. Also hier unten, ich schließe das hier unten ab. Und jetzt gucken wir uns diese ganze Turmkonstruktion hier mal ein bisschen näher an. Gar nicht aufgehört zu filmen. Ja, egal, dann machen wir das mit. Meine Herren, hier kannst du aufs Dach gehen. Das war aber wahrscheinlich gar nicht unbedingt dafür gedacht, dass es jetzt regulär betreten wurde, denn hier ist keine trittfeste Decke drauf. Hier ist einfach nur die Teerpappe, die Dachpappe. Das war's. Ja, man hat auf jeden Fall noch einen schönen Überblick von hier. Aber auf dem Turm oben wird es gleich noch interessanter werden. Ja, steht hier irgendwas dran? Nein, war nichts mehr, was man lesen könnte. Gut, jetzt schalte ich aber wirklich ab und dann gehen wir da mal hoch. So, Hund bleibt da. Hier geht es auch nicht hoch. Hier oben liegt auch nur Scheiße rum. Dann haben wir so Haltegriffe zum Hochziehen. Hier entsprechend auch die mal klappbar waren zum Rauswirken. Die kann man auch noch auf Kipp setzen hier, die Fenster. Und ja, sehen tut man leider nicht so viel, weil das alles hier kaputt gekloppt wurde. Können einmal hier so rausfilmen. Da schauen wir übers Dach. Ja, so leicht übers Gelände. Ne? Einmal nach rechts. Einmal nach links. Jo. Das ist der Turm. Der Turm ist auch, ja klar, ne? In keinem guten Zustand mehr. Das will man auch erwarten. Aber das Schaltpult ist hier wenigstens noch einigermaßen erhalten. Sehe ich so auch zum ersten Mal. Allerdings leider nur für, sag mal, öffnen und schließen oder an und aus, wenn man will. Kannst ja belegen, wie du willst, die Teile mit irgendwelchen Funktionen. Ja, leider auch alles kaputt. Das ist allerdings aus massivem Stahl, das Ganze. Ja, so sieht das hier aus. Hier nisten natürlich auch Vögel oder halten sich hier auf. Gut, dann gehen wir jetzt wieder runter und ich denke, dass die Eindrücke hier vom Turm jetzt für alle Leute ausreichend waren, sodass nicht noch mehr auf irgendein Detail eingehen müssen. Alles klar, bis gleich. Da kommen wir vom Turm. Hier können wir raus, hier gehen wir auch raus. Und wie ihr seht, das ist alles super ausgeklügelt. Wenn du nämlich den Bereich hier verlässt oder verlassen musst, hast du direkt vor dir diese Splitterschutzwand.
oder die Blastball. Und ganz oft standen in den Bereichen ja hier auch noch Stellungen links und rechts. Die habe ich ja schon öfter gezeigt. Die wurden teilweise so angelegt, dass du die also gedeckt erreichen konntest. Das heißt, diese Betonwände, die führten dann weiter. Ne, und wegen mir dann hier vorne nach links und dann nach rechts, bis du dann an der Stellung warst. Und dann entsprechend komplett gedeckt dahin gehen konntest. Und nicht schon auf dem Weg dahin Opfer eines feindlichen Beschuss wurdest. Ja, jetzt gehen wir hier nochmal, oh Gottes Willen, lebensgefährlich, na, lebensgefährlich nicht, aber knöchelgefährlich. Jetzt sind wir hier hinter dem Gebäude nochmal, der Wachturm, diese Wachtürme sind immer, die haben immer was, das ist immer cool. Und dann haben wir hier noch irgendwie einen alten Tank. Ach, das ist alles mir viel zu, ja, irgendwas mit Wasser. Was steht da? Tank ist mit Stickstoff befüllt. Aha, gut, Stickstoff befüllt. Das ist wahrscheinlich hier für, wenn es mal brennt, ne? Dann kannst du ja mit Stickstoff auch, glaube ich, löschen. Ja, technische Anlagen hier irgendwie. Da wird ein Winkel untersucht. So, komm mal her, wir hauen ab hier. Ja, dann gehen wir weiter. Hier vorne ist, das ist ein Fahnenmast. Ja, den gucken wir uns jetzt nicht genauer an. Das ist ein Fahnenmast. Aber hier stehen auch noch ein paar alte Flaggen. Ach, Flaggen. Mei, was ein Quatsche. Nein, hier stehen natürlich auch noch ein paar alte Lichtmasten herum. Wenn ich gleich einen sehe, werde ich ihn auch noch mal eben kurz filmen. Ist jetzt auch nichts mega Geiles, aber gut. Ich schalte euch wieder zu beim nächsten Objekt. Das waren jetzt erstmal die Eindrücke von dem Wachlokal und dem Wachturm. Ich fand das recht spannend, man hat auch gute Einblicke da erhalten. Und jetzt kommen wir zu einem anderen Dingen. Und das ist hier so ein Kleinod. Das habe ich so bewusst auf einer anderen Stellung noch gar nicht gesehen. Und da stellte sich auch die Frage, was kann es denn sein? Ja, es gibt hier nicht mehr viel Spielraum für Interpretationen. Wir fangen aber erstmal hier vorne an. Dieses, was sich hier jetzt befindet, dieser, ich weiß es nicht, ehemalige Funkkoffer, ich habe keine Ahnung, welche Bewandtnis der hatte, warum das Ding da steht. Ob der hier schon immer stand, ob der später dahin gekommen ist, das entzieht sich meiner Kenntnis. Aber da oben drauf, dieses kleine Gebäude, zu dem wir jetzt noch aufsteigen werden, das ist der ABC Wach- und Meldestand. Das heißt, hier wurde der jeweilige ABC-Status per Flaggen signalisiert, und zwar über das gesamte Gelände. Das heißt, wir sind ja hier auch höher gelegen, das konnte jeder sehen. Da unten haben wir den Feuerstellungsbereich. Die konnten also, wenn sie hochgeguckt haben, hier sofort schauen, welche Flagge ist da gehisst. Die sahen es auch. Und ja, hier ist dieses Häuschen. Was sich jetzt mir allerdings noch nicht erklärt ist, inwiefern saß hier jemand drin? Wie lange saß der hier immer drin? Es müsste ja theoretisch auch 24 Stunden besetzt gewesen sein. Hier haben wir noch eine Führung irgendeiner Art. Ob da mal Strom durchging, ob hier vielleicht ein Feldtelefon drin stand, ob hier ein Funkgerät drin war. Ob hier vielleicht sogar ein kleiner Radiator drin war, weil warm wird das hier drin nicht gewesen sein. Dafür haben wir hier einfach nur ganz dünnes Plexiglas und das ist alles, also ne, brauchen wir nicht drüber zu reden. Isoliert ist das hier überhaupt gar nicht. Und im Sommer war das wahrscheinlich auch total schön da drin, so saunamäßig. Da, also diese Abläufe würden mich interessieren. Und wie lange hat man das eigentlich aufrechterhalten? Woher hat der Mann diesen aktuellen Meldestatus bekommen? Und ja, wie oft wurde hier wohl die Flagge gewechselt? Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich nicht einmal. So, über diese, oh ja, das ist natürlich alles schön festgerostet, da geht nichts mehr. Da konntest du das dann letzten Endes die Flagge dran machen und ne, hoch und wieder runter. Dafür war dieses Segel da hochinteressant irgendwo. Habe ich mir nicht erklären können, was es ist. Und deshalb hier auch nochmal an dieser Stelle danke an den Andreas, der hier diese Anlage oder das Wissen um diese Anlage so hervorragend vermittelt hat. Super.
Jetzt kommen wir noch zu dem Rest der Anlage. Was das da hinten alles genau ist, weiß ich auch nicht. Werden wir schauen. Wahrscheinlich auch noch irgendwas mit Stromversorgung und so weiter. Ich sehe da hinten auf jeden Fall noch Lichtmasten. Ja, gucken wir uns an. Ganz kurz zu meiner Kleidung, die ich heute trage. Das ist hier so ein von der niederländischen Armee ein Hut. Ein Buckethead oder so. Ich weiß nicht, wie man es nennt. Dann habe ich hier einen Smock an. Das ist relativ neue Bauart der niederländischen Armee. Das ist hier alles in Ripstop. Ist, ja, macht einen sehr hochwertigen Eindruck. Dann trage ich den Tarnschal, Firma Unbekannt. Und dann habe ich hier noch die DPM Gamo-Hose von Techgear an, die ich so von der Umsetzung her nicht ganz so toll finde. Also die Hose technisch ist völlig in Ordnung, aber so das Farbschema gefällt mir nicht ganz so. Ist auch egal. So, ich gucke mich noch einmal um, ob ich noch irgendwas übersehen habe. Habe ich nicht. Wir haben den Bereich abgearbeitet und deshalb gehen wir jetzt direkt hier rüber zu diesen Bereichen, zu denen ich nichts sagen kann. Garagen im weitesten Sinne. Ja, es muss jetzt nicht eine Garage gewesen sein, aber im weitesten Sinne auf jeden Fall irgendwas zum Unterstellen. Da auch noch Elektrik drin. Da hinten sind noch zwei Schaltkästen. Ja, dazu kann ich nichts sagen. Wäre schön. Wir haben ja schon ganz gutes Wissen zu diesen Stellungen zusammengetragen. Wäre schön, wenn mir das noch jemand erklären könnte, was sich einfach in diesen Gebäuden hier befunden hat. Und jetzt gehen wir da vorne hin und das schalte ich euch gleich noch wieder zu. Ja, die Wartungshalle für die Sprengköpfe. Dann geht es hier weiter. Hier ist nochmal wieder so ein Betonelement angebracht, aufgestellt. Da stand bestimmt auch mal irgendwas drauf in diesem Bereich, der da weiß ist. Dann haben wir hier noch eine Schranke, die man da intern hier nochmal im Gelände verriegeln konnte. Hier ist eine ehemalige Verkehrsinsel, das habe ich wohl gesehen. Ja, aus dem Bereich sind wir gekommen. Und jetzt gehen wir mal eben einen Schwenk, machen wir hier über dieses Gebäude. Da kann ich auch, wie gesagt, leider nichts zu sagen. Dieses Rote, da könnte natürlich mal ein Feuerlöscher drin gewesen sein, Feuerlöschkasten. Dann haben wir noch Nummerierungen, die man irgendwie erkennen kann. Da liegen noch, ja, was weiß ich, diese typischen Asbestplatten. Dann haben wir hier scheinbar die Köpfe von den Dingern, die da leuchten, die Lampenköpfe. Och, Riesenteile, ne? Die sind nicht klein. So, hier ist nochmal wieder irgendein technischer Bereich. Ah ja, das mit dem Feuerlöscher war richtig interpretiert. Ja, hier wird auch irgendwas drin gewesen sein, ne? Eine Heizungsanlage, irgendwie sowas. Ich guck mal eben, was da drauf steht. Ah ja, das kann man auch noch was erkennen. Vorlauf, Verwaltungsbereich, Burbach, Heizung, Sanitär. Jawohl, da haben wir es doch schon. Guck, wenn du die jetzt anrufst, die Firma, die werden das wahrscheinlich innerhalb von einem Tag komplett instand setzen können. Gehe ich von aus, ne? Das ist ja alles, denke ich mal, noch ganz gängiges Material. So, linke Seite auch noch ein Gebäude mit ein bisschen Sanitärbereich. Da gucken wir hier noch mal eben vorbei. Ja, die ganze Verkleidung ist hier abgefallen. Tja, das wird auch irgendwie noch eine Wartungshalle für irgendwas gewesen sein, ne? Da oben sind noch, ja, das ist irgendwas mit April so und so. Das ist, ja, hat irgendwelche eingelagert. Ne? Das hat, glaube ich, jetzt nichts mit der Stellung hier zu tun. Hier haben wir noch ein paar Zeitzeugen. Hier ist nochmal der Bundeswehraufkleber. Oh, ja, guck an, von 55 bis 85, genau. Dann haben wir hier irgendwie so eine Schneide-Stanzabkantmaschine. Ja, was haben wir hier noch? Da haben wir noch irgendwas aufgemalt. Das wird schon auch aus der Zeit sein. Irgendein Schaltplan.
schöne Gleichung darunter. Das ist auch mal, ist immer gern gesehen. So Gleichungen sind eine prima Sache. Wunderbar. Das werde ich euch in einem anderen Video mal erklären, was das genau bedeutet. Nicht. Ja, so. Komm, verlassen wir den Bereich hier wieder. Das ist auch leider alles nur noch Schutt, aber der Boden ist noch, der ist noch gut. Der ist noch ordentlich erhalten. Ja, das Gebäude, da gehen wir mal von dem Haupteingang aus rein. Das scheint hier auch so ein, ja, das scheint irgendwelche Sozialgebäude zu sein, ne? Unterkunftsbereich. Ach, das ist ja interessant. Da hinten, also das ist hier auf jeden Fall ein Eingangsbereich. Das ist mal keine Frage. Und dann haben wir da hinten, ah, dann wird der Bereich da hinten wahrscheinlich nochmal extra abgesichert worden sein. Und dann ist nicht von da hinten ist nicht der Eingang, sondern der ist, die Zufahrt ist schon hier rüber. Aber wenn man in den Bereich will, muss man da hinten nochmal durch ein Tor. So würde ich mir das jetzt erklären, weil anders macht das hier keinen Sinn. Das hier ist schon die Haupteinfahrt, das sieht man ganz klar. Da fahren wir mal ganz von vorne an jetzt hier. Da haben wir nämlich das Haupttor. Dann haben wir hier ein kleines Wachgebäude. Und ja, immer noch mal gucken hier. Genau, weil der Bereich hier, der war jetzt nicht so sicherheitsrelevant wie der untere Bereich. Deswegen wird das so sein. So, da sind auch noch irgendwelche. Oh, ja, CDU. Ja, CDU. Ah ja, gut. Dann haben wir hier noch Soldateninschriften. Hier wurde abgerechnet. Wie lange hat man noch zu dienen? Hm, sehr schön. Dann geht es hier weiter. Ja, diesen Bereich hier vorne vermag ich jetzt auch nicht zu erklären. Ist auf jeden Fall klettergesichert, dass da keiner drauf steigen konnte. Kann sein, ja, der lag auf jeden Fall hier, der war auf jeden Fall vorgelagert. Der war jetzt nicht auf dem Gelände, weil das fängt ja erst hier vorne an. Und deswegen hat man da auch diese Sicherung drauf gemacht. Vielleicht auch irgendwas mit der Energieversorgung. So, komm mal hier. Ja, hier ist eine Firma, die macht irgendwas mit Flug macht die, und die haben hier zwei Flugzeuge stehen. Kommt man aber nicht wirklich gut dran. Aber ich habe gehört, der Besitzer sei recht entspannt, und man könnte da vielleicht auch mal nachfragen, ob man sich das mal angucken darf. Vielleicht kann man sogar reingehen in die Flugzeuge. Wir gehen jetzt erstmal hier in diesen Bau. Hier haben wir schon erstmal direkt eine Toilette. Ja, Kleiderhaken, was haben wir hier? Ah, noch schöne alte Aufkleber auch. Ja. Oh, was stand da? W-A-T-E-R. Oh, das ist auch interessant. Da war der Wachtmeister drin. Nein, den gab es aber der Bundeswehr nicht. Den gibt es aber im österreichischen Bundesheer, den Wachtmeister. Ist das nicht der Unteroffizier? Ja. Ja, schade. Ich kann es jetzt nicht lesen, aber irgendwer wird bestimmt wissen oder sagen können, was es sein soll. Ja, nächster Bereich. Küche. Wie sieht es in der Küche aus? Profi bei der Arbeit. Ah, da. So, weiter geht's. Einmal hier noch gucken. Ja, da steht leider nichts dran, was ich erkennen könnte. Hier nochmal weiter. Hier ist nochmal Toilette. Joop. Hier ist. Das ist Kleinkunst, glaube ich. Oder was soll das sein? Meine Herren, haben wir aber konstruiert. Ja. Dann haben wir hier noch. Irgendwas. Hier steht leider auch keine. Da hat auch mal irgendwer was dran geklebt. Aber es ist leider auch nicht mehr zu entziffern, was das mal gewesen sein soll. Gehen wir hier nochmal eben durch. Ach, guck mal, das ist ja ein richtig geiles Schild. Was für ein geiles Schild. Ja, das kann man auch richtig gut lesen. Ich brauche es nicht, ich brauche es nicht vorzulesen. Kein Zutritt. Schauen wir mal, kein Zutritt. Da
was das hier gibt. Oh. Junge, Junge, Junge. Hm, riechst du deine Artgenossen? Ja, weiß man nicht. Das scheinen also hier alte Hundezwinger zu sein. Das ist ja auch sehr interessantes Gebäude. Das hätte man so von vorne gar nicht vermutet, dass das hier hinten drin ist. So, wie der Goldjunge hieß, der da drin hauste, steht nicht mehr dran. Hatten bestimmt auch Namen, die kleinen Kälber, die hier gelagert wurden. Ja. Hundezwinger. Super. So, live dabei sein ist alles. Einmal nicht aufs Mikrofon geachtet. Schon fliegt die ganze Scheiße auseinander. Ach, perfekt. Rein. Ja, mit dem Mikrofon ist jetzt hier auch nur so ein Feldversuch jetzt erstmal von mir. Ich weiß noch nicht genau, wie das alles funktioniert, aber ich glaube, bisher funktioniert das ganz gut vom Sound. Da bin ich auch wieder. Und das werde ich dann nächstes Mal, dieses Kabel, einfach besser sichern, dass es nicht ständig hier abfliegt, wobei es jetzt das erste Mal war. Ja, hier vorne, wenn wir da rausgehen, da kommen wir wieder um die Ecke zu diesem Wartungsgebäude. Ich filme jetzt hier von außen noch einmal an den Hundezwingern entlang und jetzt begeben wir uns zurück und gehen auf die andere Seite des Gebäudes und dann gehen wir da noch mal eben rein und schauen uns bei der Wache mal ein bisschen näher um. Und damit herzlich willkommen bei dem Wachlokal. Da drüben waren wir gerade. Da findet sich der Hundezwinger. Gucken wir uns das Ganze hier mal an. Hier liegen alle diese Blitzableiter-Klamotten. Hier hat auch schon einer ordentlich gewütet. Die ganze schöne Verkleidung abgerissen. Jetzt mal hier mal die Kamera nochmal umstellen hier. Das ist ein bisschen so, ist einfacher für mich zu filmen. Hier haben wir auf jeden Fall den Eingangsbereich. Dann betreten wir jetzt das Wachlokal. Oh, das ist klasse hier. Richtig cool. Hier gefliest. Ne? Dann haben wir hier die, das ist glaube ich, ist das nicht eine Rothändle-Werbung von früher? Und dann, oh, das Türchen hier, guck mal, mit einem Gitter, dass du hier auch deine Ruhe hattest. Klasse, das ist klasse hier, das gefällt mir. Hier haben wir noch so eine, weiß ich nicht, wahrscheinlich war das mal auch irgendwie zum Öffnen, war wahrscheinlich ein Fenster drin. Eine Art Durchreiche. Ja. Psst. Ach, guck mal hier. Was ist das denn? Das ist auch alles vergittert. Das ist ja... Auf jeden Fall ist es interessant, was auch immer das hier für ein Gebäude, was auch immer das hier war. Ah ja, von hinten haben wir dann hier so ein Schiebebrettchen, dann machen wir mal zu. Und jetzt gehen wir hier weiter. Hier ist irgendwas von der Heizung, wie auch immer. Dexter, komm mal hier hin. Aha, da bist du also. Ja, der Raum Nummer 2. Das war auch ein Waschraum. Hier sind noch die Ablageflächen. Für die Badartikel, genau. So, hier haben wir noch einen Raum. Das sieht ein bisschen, boah, sieht ein bisschen wohnlicher aus. FDC steht hier dran. Kenne ich nicht, die Bezeichnung. Scheint, ja, es könnte sogar noch aus der Zeit sein. Es macht einen recht alten Eindruck. Da habt ihr auf jeden Fall den FDC-Raum gesehen. So, hier war gerade der Hund drin. Das war ganz spannend hier. Ja, natürlich ist das spannend. Da, wo es am meisten stinkt, da sind die Köter immer, ne? Ach, ist das fürchterlich. Ja. Den nächsten Raum noch abgefilmt. Oh, hier ist auch ganz klar zu erkennen, was Wasser und Feuchtigkeit ausmachen können. Da ist nicht mehr viel da, was noch gebraucht, brauchbar wäre. Oh Gott, das ist das hier.
Captain Cherry war hier drin. Tja, ob das wirklich Captain Cherry war, ich weiß es nicht. Es steht auf jeden Fall dran. CPT, Captain, oder? Na, ist doch egal. S2, S3, Personal, jawohl. Gut, also das scheint dann auch so zu sein, die Amerikaner hatten hier die führende Handhabe, weil das hier auch Atomwaffen in dem Depot gab, Atomsprengköpfe, und das war ja immer unter amerikanischer Obhut und die wurden ja auch von den Amerikanern dann entsprechend freigegeben. Der deutsche Soldat konnte das auch, glaube ich, gar nicht scharf schalten, dieses ganze System. So sieht es hier aus. Also interessantes Wachlokal, möchte ich nicht anders sagen. Bitte Ruhe, hier wird geschaffen, steht da. Geschlafen. Geschaffen, ja, bei der Bundeswehr, da wird geschaffen. Ja, hätte ich mir auch schon denken können. Das passt eigentlich nicht so richtig. Das darf ich sagen. Ach, geil. Die alten Aufkleber, wer kennt die Dinger noch? Richtig cool. Das war Duplo oder Hanuta. Mega. Hier noch die alte Wandtapete, die hier reingeknallt haben. Mal eben einen kleinen Blick drauf werfen hier auf dieses wunderbare Muster. Ah, das ist ein Träumchen, ne? Ich muss schon sagen. Ist schon ganz geil. Hier ist auch nichts mehr. Oh! Guck an, da hat sich noch einer künstlerisch betätigt. Richtig geil, von 1981 ist auch sogar unterschrieben, wer es gemacht hat. Sehr, sehr cool, sehr, sehr cool, gefällt mir. Dann haben wir hier noch diese auch wunderschönen alten Fliesen. Hier haben wir SE und Alarmierungskräfte. Da haben wir ABC-Alarmgeschichte, die wir vorhin schon da thematisiert hatten bei dem ABC-Alarm-Wachposten. Da kann man also davon ausgehen vielleicht nicht, aber vielleicht hatte der Mann, der hier drin war, damit auch was zu tun. So, das nächste. Oh, das ist auch ein Träumchen hier. Was steht da drauf? Nicht mehr lesbar. Ja, Duschen auf jeden Fall. Dann haben wir hier noch was. Auch nicht mehr lesbar. Vergitterte Fenster. Ja, hier ist leider auch der Nistplatz, haben wir hier nochmal wieder. Eieieiei, hier sieht es aus so. Sodom und Gomorra, hier ist auch nichts mehr zu retten. Boah, Wahnsinn. Ja, das ist alles leider nur noch Dreck. Wie man klar erkennen kann, der Speisensaal. Hier sind die Durchreichen, wo es dann das Futter gab. Ja, das war das Wachlokal. Hier nochmal ein schöner Blick zurück entlang des Flurs. Ja, sehr verwittert, aber trotzdem absolut interessant. Waren wirklich tolle Eindrücke bisher. Und hier der Küchenbereich. Ja, ob jetzt viel gekocht wurde? Ja doch, wahrscheinlich. Die haben das wohl nicht alles angeliefert bekommen, denke ich. Hier sind auch noch die alten Aufkleber nochmal. Kann man aber auch leider gar nicht mehr lesen. Nee, leider nicht. Ah, den kenne ich auch noch. Ist das geil, ey. Das ist ja richtig geil. Ja. Kleines Treppchen geht hier noch runter. Und dann sind wir fertig. Wir sind fertig hier mit der Stellung. Wir haben, soweit ich das jetzt gesehen habe, haben wir diese Nike-Stellung komplett gefilmt. Da haben wir nichts ausgelassen. Ja gut, den einen oder anderen abgeranzten Toilettenraum, den haben wir jetzt nicht mehr gefilmt. Aber den Rest haben wir eigentlich hier sehr schön dokumentiert. Das habe ich auch noch nicht gefilmt, was da dran stand, vermag ich auch nicht mehr zu sagen. Hier liegt auf jeden Fall auch irgendein Dämmmaterial rum, sieht auch alles nicht mehr schön aus. Nun denn, ja,
Also nochmal an die Kameraden, die hier vielleicht Dienst getan haben oder in einer ähnlichen Stellung, die vielleicht das eine oder andere Gebäude noch benennen können, gerade von denen, wo wir uns jetzt gerade noch befunden haben, im zweiten Abschnitt des Videos quasi, im zweiten Teil, auf dem zweiten Teil des Geländes. Gerne noch Erläuterungen zu den Gebäuden. Ansonsten ein kurzer Blick nochmal über die Runde. Wünsche ich euch ein ganz hervorragendes Wochenende, denn dieses Video wird definitiv ein Wochenendvideo werden. Wir packen unsere Sachen jetzt zusammen. Ich ziehe mich wieder etwas ziviler an. Und dann wird der nächste Rewe-Markt aufgesucht, denn da gibt es jetzt erstmal ein Frühstück und das habe ich mir nach der Begehung hier auch verdient. Und ich wünsche euch nochmal ein schönes Wochenende. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Hinterlasst gerne ein Abo, ein Like oder einen netten Kommentar. Und wir sehen uns, wenn es wieder heißt, Joscha und Dexter auf Tour. Bis dann. Ciao, Kakao.